Aloha, meine werten Zuhörer, die ich jetzt einfach ganz dreist Nachos taufe, weil ich Nachos mag. In diesem Video wird mal kein Pianostück veröffentlicht, stattdessen habe ich mich dazu entschlossen, einfach mal etwas zu plaudern. Hier spricht übrigens Cosmo, ich bin der Typ hinter den ganzen und sämtliche Lieder hier wurden von mir geschrieben. Falls ihr euch gefragt habt, wer da eigentlich quatscht. Nun, da es Leute gab, die sich dafür interessieren, ich aber nicht genau weiß, was denn überhaupt Sinn machen würde, kommt hier mein erster Keylog-Prototyp in Form eines 200-Abonnenten-Specials. Das vorweg, falls du also tolle Musik erwartest oder einfach kein Deutsch sprichst, wirst du mit diesem Video wohl wenig anfangen können, darum klick doch einfach hier drauf. Jetzt wird ein Link eingeblendet werden. Nun ja, ich bin inzwischen schon eine kleine Weile aktiv und stelle mit großer Freude fest, dass in den letzten Tagen irgendwie immer größeres Interesse an meiner Arbeit aufzukommen scheint. Es ist ziemlich komisch, wenn man zum ersten Mal einen Kommentar einer Person liest, die man nicht vorher kannte, in welchem es dann heißt: Wow, deine Arbeit ist so unglaublich! Aber es ist wirklich ein ziemlich cooles Gefühl. Besonders aber, wenn die Leute schon seit einer gefühlten Ewigkeit nach einem guten Cover gesucht haben, bisher aber einfach keines fanden, weil es zum Teil einfach keine gibt, was ich selber einfach nicht verstehen kann, weil es gibt so viele Lieder, die höre ich und denke mir einfach, oh mein Gott, die muss ich covern. Und dann cover ich sie und dann merke ich, oh mein Gott, ich bin der Erste und verstehe das gar nicht. Also stört mich jetzt nicht, aber es ist trotzdem unverständlich, weil gewisse Lieder sind einfach unglaublich cool. Das ist nebenbei auch einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt angefangen habe, Lieder zu komponieren, weil die Musik von heute schlichtweg nicht meinen Geschmack trifft in vielen Fällen. Aber das ist eine vollkommen andere Geschichte, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte, da sie nicht interessant ist. Oder nicht notwendig. Wenn jemand sowas aber doch interessant findet, möchte ich hier an diesem Punkt auf meine super coole Ask.fm-Seite hinweisen, die auch noch ziemlich neu ist. Also von daher, schaut vorbei oder schreibt es einfach in die Kommentare. Es könnte sogar die Möglichkeit bestehen, dass dadurch irgendwann ein super cooles Cosmokey Q&A-Video kommt. Aber ich sag gleich, dass ich nicht mit jedem Satz versuche, irgendwie witzig zu sein oder Alter, swagge dir dein YOLO-mäßig drauf bin, denn das finde ich nicht schön. Aber das nur am Rande. Meine eigentliche Intention war es nämlich, mich bei euch allen zu bedanken, dass ihr so ein großes Interesse an meinem Hobby habt und ich hoffe, dass ich euch weiterhin damit eine Freude bereiten kann. Ich versuche mich stetig zu bessern und ein paar nette Worte oder konstruktive Kritik sind da wirklich mehr als motivierend. Also von daher, tut euch keinen Zwang, legt los. Mir ist schon klar, dass nicht jeder dieses Video sehen wird, aber ich möchte trotzdem sagen, dass es sich wirklich toll anfühlt zu wissen, was man da zusammen aufbaut. Es ist vollkommen egal, wie lange man auf YouTube beschäftigt ist oder wie groß der Kanal geworden ist. Im Endeffekt sind es die Zuschauer, die dafür sorgen, dass das Projekt zu dem gemacht wird, was es ist. Und ich weiß, es klingt komisch, aber ich möchte mich trotzdem wirklich dafür bedanken. Denn es ist jedes Mal eine Freude zu sehen, dass jemand einen neuen Like abgegeben hat, ein neues Kommentar und ich beantworte so ziemlich jeden einzelnen, weil es mich einfach freut zu sehen, dass Leute sich dafür interessieren, aber das habe ich ja schon des Öfteren gesagt und ich wiederhole mich nur. Wenn ihr wollt, dass ich auch mal etwas mehr plaudere neben den Pianostücken, versteht sich, dann schreibt mir das doch einfach in die Kommentare. Wenn nicht, dann dann mache ich es trotzdem. Hier unterm Heinz sollte ja kein Problem sein. Vielleicht, naja, je nachdem. Wer weiß das schon, es gibt so vieles, worüber man reden könnte. Aber alles zu seiner Zeit. So viel zum Thema zukünftige Projekte. Nochmal jetzt zu diesem Special. Ich kenne YouTuber, die bei jedem Special gleich ein Ausschreiben veranstalten und sowas, aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, finde ich das ziemlich sinnlos. Jeder muss zwar selbst wissen, was er macht, aber ich halte es nicht für richtig. Ihr bekommt hier zwar keinen 50€ Amazon-Gutschein, dafür aber ein paar hoffentlich angenehme Minuten mit mir, was vielleicht nicht ganz so specialhaft ist, wie ich es im Videotitel verkaufe, aber inzwischen ist es ohnehin zu spät. Das war's dann auch schon mit mir. It's Piano Time! Nur mal so am Rande, ist irgendwem aufgefallen, dass ich ein Mikro habe? Also, ich find's echt cool. Davor war ja wirklich unmöglich mit der Qualität. Ja, bis dann.